Hi, ich bin Vera. In diesem Video erkläre ich dir, was eine Keyword-Recherche ist und wie du dabei vorgehen musst. Sagen wir, du verkaufst auf deiner Webseite Handys und Zubehör. Dein Ziel ist es, viele Menschen dazu zu bewegen, sich genau deine Seite anzuschauen und dann auch etwas zu kaufen. Dabei kommst du nicht an Google vorbei. Die Suchenden starten nämlich fast immer dort, wenn sie sich über ein bestimmtes Gerät informieren oder dieses kaufen wollen. Es ist also sehr wichtig, dass deine Seite in den Suchergebnissen von Google und anderen Suchmaschinen auftaucht, und zwar möglichst weit vorn. Dazu musst du dir überlegen, nach welchen Begriffen, den sogenannten Keywords, potenzielle Interessenten suchen würden. Um das herauszufinden, führst du eine Keyword-Recherche durch. Aber wie fängst du am besten an? Der erste Schritt ist die Analyse deiner Seite. Dort gibt es zum Beispiel eine Kategorieseite für Smartphones der Marke Apple. Welche Begriffe würde man wohl bei Google eingeben, wenn man nach den Produkten, die du hier anbietest, sucht? Das könnte in unserem Beispiel die Suchanfrage iPhone kaufen sein. Die Keywords, die du herausgefunden hast, hältst du nun in einer Liste fest. Leg am besten für jede Unterseite eine eigene Keywordliste an. Mithilfe von speziellen Tools kannst du deine Liste dann noch erweitern. Da gibt es zum Beispiel Google Suggest, Google Trends, die verwandten Suchvorgänge in der Google-Suche und weitere kostenpflichtige Tools. Google Suggest schlägt den Suchenden direkt bei der Eingabe von Suchanfragen mögliche Terme vor. Gibst du zum Beispiel iPhone ein, werden dir iPhone 5S, iPhone 6 und iPhone 5 angeboten. Das kannst du dir auch bei der Keyword-Recherche zunutze machen, vor allem um Longtail-Keywords zu ermitteln und herauszufinden, welche Fragen potenzielle Kunden im Zusammenhang mit einem Keyword haben. Gib also bei Google die von dir recherchierten Keywords ein und sammle so weitere Ideen. Ein besonders häufig verwendetes Tool ist der Google AdWords Keyword Planner. Dort kannst du die Keywords eingeben, die du bisher zu deiner Liste hinzugefügt hast, bekommst noch weitere Keyword-Ideen angezeigt und siehst, ob es sich um ein stark umkämpftes Keyword handelt und wie oft danach gesucht wird. Anhand dieser Werte erkennst du, für welche Begriffe es sich lohnt zu optimieren. Fälle mithilfe dieser Daten die Entscheidung, welche Worte du auf deinen Seiten verwendest. Jetzt hast du Keywords für jede Unterseite deiner Webseite definiert und kannst mit der Optimierung deiner Seite beginnen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal!